Und liebe Handarbeiterinnen, heute gibt es das Zufallspaket des Monats Juli und wie immer haben wir euch einfach zufallsmäßig ein Paket herausgesucht und wie ihr hier seht, wenn wir das Paket öffnen, ist alles einzeln in kleine Tütchen verschweißt. Das ist eine absolute Ausnahme und abgesprochen mit der jeweiligen Handarbeiterin, weil es sich hier um einen Raucherhaushalt handelt und die Sachen direkt nach dem Waschen von der Handarbeiterin deswegen in Tütchen verpackt werden, um jede Kontamination mit Rauch zu vermeiden. Bitte macht das auf keinen Fall sein, denn ihr habt genau das gleiche Problem, denn ihr seht ja, hier haben wir die Geschwindigkeit für euch 12-mal so schnell ablaufen lassen, wie es in Wirklichkeit war. Es ist also 12-mal so schnell wie in der Realität und ihr seht, wie lange das dauert, das alles auszupacken und ihr seht auch, was für ein riesiger Müllberg entsteht. Wenn ihr also zu Hause die Sachen umverpackt in irgendeiner Weise in kleine Tütchen, passiert genau das, was hier passiert. Also das wirklich nur machen, wenn ihr genau das gleiche Problem habt wie diese Handarbeiterin. Hier seht ihr auch nochmal den Müllberg sozusagen. Im Körbchen, in dem Paket waren auch noch ein paar Körbchen, die haben wir jetzt mal nicht gezeigt, weil die auch fast ein bisschen zu groß für auf die Kamera waren. Hier haben wir dann ein paar Regenwurmsöckchen, auch wieder optimal, 2 cm lang, ungefähr 10, 11, 12 cm breit, 2 cm breit, 12 cm lang, so wie sie sein sollten. Auch Mützen waren jede Menge dabei in dem Paket. Hier ist zum Beispiel mal eine, die war auch so um die 11 cm lang und wie ihr seht, so um die 8 cm breit, also schon eine etwas größere Mütze. Davon waren noch sehr viel mehr im Paket. Die haben wir euch natürlich nicht alle gezeigt, weil das viel zu lange gedauert hätte. Dann waren im Paket noch sehr viele, sehr kreativ gestaltete und variationsreiche Sargbeigaben. Hier haben wir einfach mal so eine kleine Auswahl. Wir zeigen euch da etwas mehr davon, weil das ja wirklich auch etwas ist, was man jetzt nicht sieht und vielleicht auch euch als Anregung dienen könnte. Wir haben hier also so kleine Wichte, könnte man sagen. Eine Eule, ein Schmetterling und auch ganz einfache genähte Herzen. Hier nehme ich jetzt mal so einen Wichtel. Ihr seht, der wurde mit so Wackelaugen beklebt, ist so 8, 9 cm ohne die Beinchen lang und nochmal bestickt vom Mund her. Dann haben wir hier eine Eule, da wurde als Mund so ein Schmuckstein genommen, die ist auch so 8 cm lang ungefähr, diese Eule. Und eben die Augen wurden auch aufgestickt. Dann haben wir hier noch einen Schmetterling eingebastelten. Der Korpus ist in etwa so wie von der Puppe Dolly. Und hinten wurden dann eben aus Filz diese Flügelchen angenäht. Und dann haben wir hier auch noch ganz einfache genähte Herzchen. Das kann man auch als Sargbeigabe mal nehmen. Wird ja auch als Erinnerungsstück ganz gerne benutzt. Ihr seht, das ist auch alles so um die 7, 8 cm lang. Also ungefähr Handinnenflächen groß, so wie es auch super geeignet ist. Hier noch ein paar andere. Noch einmal Sargbeigaben, noch einmal andere Formen. Ihr seht, zwei Katzen, die Mäuse, die haben sich im Paket auch nicht gejagt, wie man sieht. Und eine Qualle oder ein Tintenfisch ist das. Sie sind also auch alle so 8, 9, 10 cm lang mit Wackelaugen gemacht und aufgestickten Mündern oder Nasen. Und dann gibt es noch die kleinen Mäuschen, die sind also auch ganz süß und gut geeignet, auch wenn natürlich manch einer sagen wird, naja, Mäuse finden wir jetzt nicht so schön, aber Mäuse gibt es ja auch in Kinderwarengeschäften als Kuscheltiere. Also da kann man natürlich schon auf Mäuse auch zurückgreifen. Die Eltern können sich das ja zum Stück weit auch selbst aussuchen, zum Großteil. Von daher ist das auch völlig in Ordnung. Wenn da wirklich jemand eine Aversion gegen Mäuse hat, muss er das natürlich nicht nehmen. Die Mäuse sind also sehr süß gemacht. Hier haben wir jetzt mal noch ein paar Mützchen für euch aus dem Paket rausgemacht und noch ein ganz süßes und ungewöhnliches Tierchen als Sargbeigabe. Ich weiß nicht, wir haben so gesagt, ein Schnorchler hier vor Ort, aber es ist wahrscheinlich eher so eine Richtung Ameisenbär oder so etwas soll es darstellen. Ich weiß es auch nicht genau, aber ihr seht, es ist auf jeden Fall ganz süß. Mit Nase hat dieses Teilchen ungefähr eine Länge von etwas über 10 cm, also ist schon etwas länger, aber ich denke, die Nase darf man natürlich nicht mitrechnen. Und dann sind wir eben auch wieder so auf diesen 8 cm. Dann haben wir hier noch etwas größere Mützen. Das ist auch ganz gut, weil große Mützen ja auch zwischendurch mal im Bedarf standen, inzwischen wieder nicht mehr, weil genug gekommen sind. Die hat 15 cm Länge, seht ihr, und ist dann auch so um die knapp 10 cm breit. Und was bei all diesen Mützen ganz, ganz toll gelöst wurde, ist, dass die wirklich super locker angeschlagen wurden. Das ist wirklich exemplarisch zu verstehen. Ich denke, ihr seht das hier. Die wurden unten auch wirklich ein bisschen breiter gestrickt. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil diese kleinen Köpfchen von den Kindern, die sind so weich, dass ein nicht lose angeschlagener Maschenanschlag, also so ein relativ unflexibler Saum einfach oder ein Bündchen dazu führt, dass sie nicht benutzt werden können, dass die Hebammen die wirklich nicht benutzen, was auch absolut verantwortungsbewusst ist, damit die Kinder eben keine Abdrücke bekommen.
am Köpfchen. Und natürlich waren auch noch ganz viele Kleidchen, also im Karton so viele, dass wir euch die auf gar keinen Fall alle zeigen konnten. Deswegen einfach nur mal ein paar exemplarisch. Hier haben wir so einen gestrickten Strampler. Da wurde oben noch eine Kapuze angestrickt. Das kann man machen, das muss man aber nicht machen. Der ist 30 cm lang. Also man kann da durchaus eine Kapuze anstricken, auch wenn es in der Anleitung nicht formuliert ist. Aber die Kapuze ist ja nichts anderes als bei allen anderen Modellen, als bei einem Schlafsäckchen und so weiter. Von daher ist das völlig in Ordnung. Hier haben wir jetzt einen Pucksack mit einem gestrickten Jäckchen. Der Pucksack ist vielleicht ein bisschen kurz geraten. Das seht ihr, der hätte ein bisschen länger sein können. Das wäre ein bisschen besser. Da wird das Kind wahrscheinlich von den Beinen ziemlich anstoßen unten. Aber das kann man so lassen. Es ist jetzt nicht viel zu kurz. Hier ist nochmal ein normaler gestrickter Strampler und hier nochmal ein gestricktes Schlafsäckchen. Und diesen Sachen waren wirklich ganz, ganz viele im Paket drin. Das waren wirklich mehrere Dutzend Kleidchen, die da im Paket drin waren. Das war's dann auch schon. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Bitte denkt dran, das Zufallspaket des Monats ist tatsächlich ein zufällig ausgewähltes Paket und wir zeigen euch das so, wie wir das auch selbst ausmachen. Es ist also aufmachen, es ist beim Zufallspaket des Monats also immer so, dass nicht alle Sachen darin unbedingt jetzt als absolut exemplarisch zu verstehen sind. Aber hier war wirklich alles auch so, dass wir sagen, zu 100% verwendbar. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn jetzt nicht alles genauso aussieht wie auf der Webseite. Jede Handarbeiterin macht das natürlich eigens. Und auch dieses Paket kam von einer Handarbeiterin, die alle Änderungen und alles, was nicht zu 100% so gemacht wird wie in den Anleitungen oder wie in den Richtlinien, immer mit uns abgesprochen hat. Das nur, um irgendwelche Missverständnisse zu vermeiden. Wir hoffen, das hat euch gefallen und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.